Willkommen bei Tichys Ausblick und die Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, ist, wie links oder wie grün wird Deutschland in Zukunft regiert und was bleibt von der CDU, einer früher mal großen Partei, einer stolzen Partei, die zerschmettert ist oder allenfalls am Katzentisch bei den Grünen sitzt und aus dem Näpfchen essen darf. Meine Gäste, mit denen ich das diskutieren darf, ist Silvia Pantel, Sprecherin des Berliner Kreises. Das waren die konservativen Abgeordneten der Union. Und leider muss ich sagen, der Herr hat sie geschlagen mit Mann und Ross und Pantel. Wolfgang Herles, lange Jahre Studioleiter in Bonn des ZDFs, Aspekte-Moderator, TE-Autor und kritischer Geist, der die Zukunft Deutschlands mit Sorge sieht. Julia Ried, die für den konservativen Aufbruch in Bayern aktiv ist, weil die CSU ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Und Professor Oberreuther, einer der profiliertesten Politologen dieses Landes, Kenner der politischen Landschaft und insbesondere auch der CSU. Und Herr Oberreuther, wenn ich mit Ihnen anfangen darf, ist es nur eine Wahlschlappe, die ja in der Demokratie dazugehört zum Spiel, die man ertragen muss, oder hat es für die CDU und indirekt damit auch für Deutschland länger wirkende Folgen? Ja, wenn man sich nur das Ergebnis anguckt, ist die Schlappe ja nicht einmal so groß mit 1,6% Abstand. Die Frage der Erwartungen, der demoskopische Ausgangspunkt war natürlich ein ganz anderer. Aber was die CDU und die CSU eben auch lernen müssen, ist, dass sie teilhaben an der gesellschaftlichen Entwicklung und dass die Differenzierungsprozesse, die die alten Milieus alle wegschwemmen, dass die natürlich auch sie erfassen, nicht nur die SPD, und dass wir eigentlich auf die Abschiedsorgie oder die Abschiedsarie, vielleicht besser ausgedrückt, der Volksparteien zu wanken und dass wir in Deutschland allmählich ein Parteiensystem kriegen, das niederländisch ist, skandinavisch ist, europäisch und normal ist. Und von daher ist die CDU samt der CSU in einer neuen Wettbewerbssituation. Sie hat nicht mehr die alten Milieus, die sie unterstützen. Das Katholische, das Mittelständische, das Nationalkonservative hat sie ja sowieso von sich aus nicht mehr gepflegt. Das Ordoliberale hat sie auch untergehen lassen als ihre spezifische, wie soll ich mal sagen, Resonanzkraft. Also es ist eine Entwicklung, die aktuell hochinteressant und sehr beschwerlich ist, die aber uns deutlich zeigt, dass es weiterführende gesellschaftliche Tendenzen gibt, die alle betreffen und die die Egozentrik, die in der Gesellschaft zunimmt, auch ins Parteiensystem organisiert, überträgt. Die individualisierte Gesellschaft schafft sich Parteien und nicht die Parteien schaffen sich eine Gesellschaft. Das ist die Situation. Sie sagen Abschiedsarien der Volksparteien, das Ende der Volksparteien haben wir ja aber immer schon seit 20 Jahren beschworen und sie sind immer noch die führenden Kräfte. Naja, aber sie sind, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, von Ergebnissen an die 50%, in Bayern war es ja noch viel deutlicher, heruntergeschwappt auf die Hälfte. Und diesen Prozess hat man ja länger schon beobachten können. Nur die wollten ihn ja nicht analysieren. Die haben immer gedacht, das sind kurzfristige aktuelle Entwicklungen oder eine Fehlentwicklung im Wahlkampf oder so. Hat es auch diesmal speziell natürlich gegeben, aber dahinter steht eben mehr. Das will ich eigentlich nur sagen. Frau Pantel, Sie waren die Sprecherin des konservativen Berliner Kreises in der Union. Gerade diese Abgeordneten hat es besonders hart getroffen. Viele von denen haben ihr Mandat verloren. Was ist da passiert? Ist das ein Zeichen, dass die Konservativen überhaupt nicht mehr gebraucht werden? Oder was ist da passiert? Also ich glaube, dass das es trifft zwar zu, aber es trifft in der Analyse nicht zu, weil wenn Sie sich alleine meine Stadt angucken, Düsseldorf ist weltoffen, sehr tolerant. Und wir haben einen Nordwahlkreis, der ist sehr konservativ unter Schwarz. Ja, also da kann man sagen, da hat man ist etwas einfacher. Mein Kollege hat 9,3% an Stimmen verloren. Mein Wahlkreis war immer eher rot-grün oder eben sozialdemokratisch. Ich habe 9,1% der Stimmen verloren. Also insofern glaube ich, es wäre zu einfach zu sagen, das liegt entweder nur an dem Kandidaten selber,
Weil die Einschätzung, die ich heute habe, ist, dass der Kandidat nicht so viel hat ausrichten können, egal was er getan hat, sondern dass es hier mehr darum ging, dass die Linken sich alle zusammengetan haben und gesagt haben, wir machen einige speziell fertig mit unterschiedlichen Formen, also soziale Medien, Plakate, E-Mails, alles. Sie haben alles genutzt, um von uns Kandidaten, die eigentlich gut gesettelt waren in ihren Wahlkreisen, abzuschießen, mit Mitteln, die ich auch noch anwaltlich verfolgen lasse, sind Unwahrheiten erzählt worden mit Falschplakaten, mit Fake-Accounts, mit Fake-Mails. Also die ganze Bandbreite könnte ich hier aufzählen. Also es war für meine Begriffe sehr unseriös und eben auch rechtlich schwer bedenklich, mit welchen Mitteln man da gearbeitet hat. Das ist das eine. Und ich würde eher eine andere Analyse betreiben. Und zwar erklären wir zu wenig. Die Leute wissen nicht, ach ja, also das ist mir auch im Wahlkampf begegnet. Ja, warum haben wir denn nicht eine Krankenkasse für alle? Ja, da gibt es gute Gründe, warum man das nicht hat. Warum machen wir denn nicht noch, also wir können doch alles von den ganz Reichen nehmen, dann hat man immer die ganz Reichen genommen und das geben wir den Armen. Das heißt, wir müssen mehr, das habe ich vor 4 Jahren schon, das war eine meiner ersten Fraktionssitzungen, Frau Merkel gesagt, dass wir den Erklärbären mehr machen müssen. Unsere Welt ist sehr komplex geworden und die anderen tun so, als wenn sie einfache Antworten hätten. Und ich habe mir als Sprecherin des Berliner Kreises Mühe gegeben. Da ging es um das Elektroauto vor 3 Jahren. Ich weiß nicht, können Sie sich daran erinnern. Da hieß es, das ist die Antwort überhaupt, um unser Verkehrsproblem zu lösen. Das ist ganz toll. Dann hatte ich mich mit dem Elektroauto beschäftigt und habe es auseinandergenommen. Ich habe dann eine Veranstaltung als Berliner Kreis, haben wir dann in Berlin gemacht, eine große mit Wissenschaftlern und haben mal die Ökobilanz aufgestellt eines Elektroautos und haben gesehen, dass der Diesel, das wissen Sie heute, weil zum Glück ein, also wir alle kennen ihn nur, man hat ihn ja auch dann hinterher in verschiedene Ecken stellen wollen, als er sich da durch eine lustige Art und Weise des Themas genähert hat und den Leuten das erklärt hat. Dann war das plötzlich, es ist nicht mehr so die Lösung schlechthin. Und wenn wir das mit verschiedenen Bereichen machen, glaube ich, haben wir auch wieder eine Chance, gewählt zu werden. Aber davon sind wir im Moment noch weit weg. Und wenn man zusätzlich hergeht und permanent gegen Demoskopen, Meinungsforscher und all das, was wir eigentlich als Hilfsmittel für Politik haben, um zu wissen, wie die Bevölkerung tickt, wenn wir dagegen arbeiten. Und auch jetzt wieder, am Sonntag hat man ganz klar gesagt, unser Spitzenkandidat bekommt 13% Zuspruch und der andere 74. Und wenn man dann eben auch noch sieht, wie wenig Leute unter 2% in Parteien gebunden sind, sich auch näher mit Politik auseinandersetzen, dann ist es, wenn man solche Prognosen ganz außer Acht lässt, dann ist das eben verwerflich und die Antwort haben wir bekommen. Sie haben dann ganz am Anfang gesagt, dass da gezielte Kreise gegen einzelne, eher konservative Abgeordnete angetreten sind. Das ist eine Kompakt-Organisation, die mit vielen Millionen ausgestattet ist, die sich gezielt bestimmte Abgeordnete herausgegriffen hat und sie angegangen ist. Was ist das für eine Gruppe und was hat sie bewirkt? Also die Gruppe hat eben bewirkt, dass sie mit Mails und Falschinformationen gezielt dafür gesorgt, also man hat ja auch Großeltern, Eltern angeschrieben und Falschinformationen. Also es war keine Organisation, sagen wir mal, der SPD oder der Grünen, was ja, sage ich mal, zum Wahlkampf gehört, dass man sich da gegenseitig ordentlich an die Wäsche geht, sondern das war außerhalb des eigentlichen Parteienspektrums eine Organisation, die gezielt einzelne Abgeordnete demontiert. Ja, genauso wie Friday for Future. Da gibt es ja auch ein YouTube-Video, was man, oder verschiedene Videos, die man gegen einzelne Kandidaten gemacht hat. Und da war ich eben auch eine Kandidatin, die sie sich ausgesucht haben, wo man behauptet hat, ich wäre auf Trump-Kurs, ne, und würde also die Chinesen hätten ja den Klimawandel erfunden.
Und ich würde das genauso sehen, genauso wie Trump auch. Es ist eine ganz klare Lüge. Aber wenn Sie solche Dinge immer wieder und weiter erklären und Sie gehört zu den Klimaleugnern, dass das alles dummes Zeug ist, bis Sie das alles erklärt haben, erstens wissen Sie gar nicht, wer diese Filme alle gesehen hat. Und es hat eben sehr lange gedauert, oder ich bin noch dabei, die dann wieder aus dem Verkehr zu nehmen. Also selbst wenn einer ganz platt lügt, dann können sie bestimmte richterliche Verfügungen nicht zustellen, weil die Adresse nicht stimmt und Ähnliches. Also da wird mit ganz unlauteren Mitteln wurden wir angegangen und eben auch versucht fertig zu machen, und das hat auch funktioniert. Aber die Veränderung der Kommunikationslandschaft und sozusagen die Irrationalisierung im Netz und die Kommunikationsart, die bar jeglicher zivilisatorischer Grenzen ist oft, ist ja eine weitere Veränderung, die neben dem, was ich gesagt habe, dazukommt. Und was Sie aber noch berücksichtigen müssen, die Differenzen zwischen den Stimmen für die Partei und für die einzelnen Kandidaten sind nicht so groß. Also da kann man eigentlich relativ wenig dran festmachen, was kein Argument gegen die Kampagnen ist. Die gibt's auch, aber es ist Partei und Kandidat untergehakt eigentlich, runtergefallen. Und wenn ich mir München angucke, wo die Wahlkreise an die CSU, soweit sie verteidigt hat, 3 von 4, ist die Differenz für den CSU-Kandidaten zwischen 0,1 und 1,5%, auch wenn selbst in diesen Wahlkreisen die CSU nicht mehr stärkste Partei gewesen ist. Das heißt, die CSU hat auch von andersher noch Unterstützung gekriegt. Aber das Phänomen, ich meine, diese Kompaktleute haben ja dann nach der Wahl in großen Zeitungen riesengroße Anzeigen publiziert mit dem Inhalt, die CDU muss in die Opposition. Also war völlig klar danach, was die eigentlich wollen. Und diese Verwilderung der Kommunikation ist natürlich ein zweiter Wandel. Wenn man sich die zivilisatorischen Entwicklungen des politischen Systems der Bundesrepublik anguckt, von 49 bis 70, 80 gemäßigt, konzentriert, in der Mitte in gewisser Weise. Und jetzt diese Zersplitterungstendenzen und der Verfall der politischen Zivilisation, das sind eigentlich ganz entscheidende Veränderungsprozesse, die uns in der Zukunft stark belasten. Und die gibt es nicht nur ganz rechts außen, die gibt es eben genauso stark auch links also, außen. Es war also ein komischer Wahlkampf, Wolfgang Herles, und viele Themen wurden gar nicht gespielt. Es wurde eigentlich immer nur über Klima geredet, aber nicht über das Elektroauto, nicht über die Energiekrise, nicht über Inflation, nicht über Migration. Hat die CDU verlernt oder haben die bürgerlichen Parteien generell verlernt, Themen zu setzen und lassen sich am grünen Nasenring durch die politische Manege ziehen? Man hat ja den Eindruck, die CDU hatte keine eigenen Themen, sondern ist eigentlich immer nur hinterhergelaufen und hat noch mehr Grün gefordert als die Grünen schon. Die CDU und die CSU erst recht hat sich der Klimakirche, das ist ja keine Sekte mehr, das ist schon eine ausgewachsene Kirche, angeschlossen. Das ist das eine. Und das andere ist, man spricht jetzt von Erneuerung und will analysieren und will möglichst entschlossen analysieren. Und der Herr Merz sagte, die Partei sei denkfaul geworden. Ja, das ist schon alles richtig. Nur wann fing diese Denkfaulheit an? Wann fing es an, dass die CDU nicht nur die Sachen nicht mehr erklären konnte, sondern gar keine Sachen mehr hatte, die es zu erklären gegeben hätte? Und da muss man natürlich auf die Bundeskanzlerin schauen, die seit 16 Jahren dieses Land regiert und nicht nur dieses Land regiert, noch mehr die CDU regiert. Und obwohl sie an dieser Partei überhaupt nie besonderes Interesse hatte, hat sie trotzdem diese Partei sich in einem Maße unterworfen, dass es zu einer Entwertung, man kann auch sagen, zu einer Deformation des Politischen innerhalb der CDU kam. Sie hat erst das Land entpolitisiert, hat das Politische rausgenommen, wählt mich, lebt ihr, ich kümmere mich um den Rest. Das war ihre große Botschaft, die hat ja auch ein paar Jahre lang ganz gut funktioniert, diese Botschaft. Aber sie hat mit den gleichen Argumenten, mit der gleichen Methodik, hat sie ihre Partei, sage ich es mal grob, enteiert. Und deswegen muss sich die CDU heute
über nichts wundern. Ja? Jetzt den armen Laschet zu beuteln, ihn rechts und links abzuwatschen, ihn für alles verantwortlich zu machen, ist dämlich. Solange die CDU sich nicht von ihrer Vergangenheit trennen kann, sich nicht klar sagen kann, was in den 16 Jahren schiefgelaufen ist, solange brauchen wir auf keine Erneuerung warten. Also Sie meinen, sie muss sich nicht von Armin Laschet trennen, vielleicht auch. Sie muss sich vor allen Dingen von Merkel trennen. Absolut. Ich meine, Laschet war ja nun kein Merkel-Gegner, aber er war zum Beispiel in der Corona-Geschichte, die für mich eine unglaubliche Geschichte des Freiheitsentzugs war, mit teilweise ungesetzlichen Mitteln, wie wir jetzt auch vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof erfahren haben, haben alle nur genickt. Die Merkel, die von einer Angstpsychose getrieben ist, seit Jahren von Angstpsychosen, die hat ja nur aus Angst, hat sie alle möglichen dummen Sachen gemacht. Und da ist die Partei einfach widerstandslos, ohne zu diskutieren, ihr hinterhergerannt und hat dann nicht einmal geschafft, als sie den Parteivorsitz aufgab, diese Chance zu nutzen und diese Neuwahl zu einer großen Debatte aufzubauen, bevor man sich für irgendeine Person entscheidet. Das ist natürlich ein wunderbares Abschiedsgeschenk, der Kanzlerin eine Angstpsychose als Leitmotiv ihrer Regierung nachzuwerfen. Bin ja nicht der Einzige, das kann man auch bei anderen lesen. Ja, aber die Härte der Angstpsychose ist schon ein klares Wort. Frau Ried, Sie sind ja Mitglied der CSU und Sie sagen, seit 2019 hat die CSU mit grün-linken Themenschwerpunkten wie Klimasteuern, Quotenzwang oder mit dem Quota vor dem Regenbogen viele engagierte Mitglieder und Stammwähler verprellt. Jetzt sagen natürlich andere, vielleicht Herr Oberreuther, ich weiß es ja nicht, das werden wir gleich nach Ihrem Beitrag sehen, das ist halt der gesellschaftliche Trend. Die Biene ist wichtig, das Klima ist wichtig, der Regenbogen als Symbol für alles und Mögliche und Nichts ist wichtig. Und Sie sagen, zurück zur alten CSU, die 65% hatte. Ja. Also früher war es ja so, dass das, was am Stammtisch im Wirtshaus gesprochen wurde, das hat die CSU gemacht, ja? Wenn ich es mal bayerisch sagen darf. Und das findet einfach nicht mehr statt. Also was Sie sagten, wenn ich kurz vor Ende des Wahlkampfs dann sage, dass die 16 Jahre, also jetzt bezogen auf Markus Söder, unter Angela Merkel so super waren und wie sie für Frieden, Freiheit und Sicherheit gesorgt hat, dann fehlen mir echt die Worte, wie ich das eigentlich noch kommentieren soll. Also nur, um es mal an ein paar Beispielen festzumachen. Markus Söder hat im Wahlkampf, also in der Endphase des Wahlkampfs, in einem Facebook-Post war er der Meinung, man müsste die Inflation begrenzen. Also mal abgesehen davon, dass ich mich frage, wie er das denn machen möchte. Aber ich stelle mir dann die Frage, was hat denn überhaupt auch mit zur Inflation geführt? Wer hat denn die CO2-Bepreisung mit beschlossen, die jetzt auch maßgeblich mit dazu beiträgt? Oder beim Thema Freiheit. Er hat eine restriktive Corona-Politik gefahren, die uns massiv in unseren Freiheitsrechten eingeschränkt hat. Oder auch das Thema Bildung. Ist zwar Ländersache, aber was der Bund dazu beitragen kann, wie kann ich dann eine Corona-Politik fahren und die Grundschüler oder grundsätzlich die Schüler ein Jahr in Homeschooling schicken, dass ihnen mehr als 600 Präsenzunterrichtsstunden fehlen. Oder Thema Sicherheit. Angela Merkel hat für Sicherheit gesorgt. Wie konnte ich dann 2 Millionen Menschen unkontrolliert im Herbst 2015 in unser Land lassen? Ja? Also da geht es einfach auch um Glaubwürdigkeit. Die Union hat mit diesem Wahlkampf jetzt am Schluss, finde ich, konnte sie nicht mehr mit Glaubwürdigkeit punkten. Und wir haben uns einfach inhaltlich überhaupt nicht mehr positioniert. Also welche Themen besetzen wir denn noch? Früher, wenn einen jemand aus dem Tiefschlaf gerissen hat in der Nacht um 2 und hat dich gefragt, so, für welche Themen steht die CSU, dann konntest du das runterbeten. Heute musst du erst mal überlegen und dann fällt da wahrscheinlich zuerst Klima ein. Also uns fehlt da ganz klar die inhaltliche Positionierung, die dann auch Ecken und Kanten hat. Und da muss man halt als Partei auch mal bereit sein, sich dafür dann medial hauen zu lassen. Aber die Macht der Medien ist natürlich gewaltig, ganz gewaltig. Und wenn man sich die demografische Zusammensetzung unserer Bevölkerung ansieht, dann ist es natürlich so, dass ein Großteil der Wählerschaft älter ist. Das heißt, ich kann natürlich tolle Social-Media-Auftritte machen jetzt im Wahlkampf, aber die Masse der Wähler erreicht es nicht. Und die glauben natürlich dann auch das, was die öffentlich-rechtlichen Medien dann berichten.
oder gehen dann halt, ich sage jetzt mal eher auch auf die linken Themen ein, glauben halt dann, dass das, was die sagen, die großen Gefahren sind. Und das führt dann natürlich auch zu dem Ergebnis, was wir jetzt bei der Bundestagswahl gesehen aber haben. Aber was hat Markus Söder dazu geritten, grüner als die Grünen zu werden und sie gewissermaßen im Klimagedöns hinterm Regenbogen zu überholen? Tja, Markus Söder ist ein Opportunist. Ich glaube, dass es hat aber nicht geklappt. Ja, es hat nicht geklappt, das stimmt. Ich denke, dass ihm grundsätzlich nicht um die Sache geht, ihm geht es nur um sich selbst. Und dafür umarmt man dann Bäume oder man macht dann Kabinettssitzungen draußen im Garten, im Grünen oder was auch immer. Also dieser Parteivorsitzende wird die CSU sicher nicht aus der Krise führen. Naja, wenn ich das hinzufügen darf, es ist natürlich tragikomisch, weil Markus Söder geglaubt hat, er sei der geborene Nachfolger von Angela Merkel. Und komisch ist die Nummer, weil der Herr Scholz diese Rolle schon viel besser besetzt hat. Aber weil er nämlich den Vizekanzlerbonus mit sich herumtrug, den kein anderer aus der Union konnte mit irgendeinem Bonus rechnen. Nein, Scholz ist der legitime Nachfolger von Angela Merkel. Und deswegen hat Söder kann machen, was er will. Das würde man ihm niemals abnehmen, dass er der legitime Nachfolger der Angela Merkel als Führer der Union als Ganzes ist. Aber das wollte er ja. Er wollte ja, er ist ja im Team Merkel gewesen, weil er sich davon Vorteile versprochen hat. Eigentlich damals in der Flüchtlingskrise und mit dem Zwist zwischen CDU und CSU wollte er ja eigentlich den Koalitionsbruch. Das heißt, er war da eigentlich auf totalen Anti-Merkel-Kurs. Und er hat sich jetzt halt an sie dran geschmissen, sage ich jetzt mal, weil er sich dadurch erhofft hat, dass er der Kanzlerkandidat wird. War es eine völlig falsche Politik, Herr Oberreuter, sich einseitig auf rot-grüne Themen zu fokussieren? Also es ist natürlich falsch, wenn ich die eigene Herkunft mir anschaue, wenn ich die eigene Stammwählerschaft mir angucke, wenn ich mir das nach wie vor breitere gesellschaftliche Klima angucke. Aber ich muss auf der anderen Seite natürlich auch fit sein für die aktuellen Themen, die der politische und gesellschaftliche Wandel mit sich führt. Also Entschuldigung, wir haben ja schon vor Jahrzehnten mal Themen verschlafen und damit eine neue Partei kreiert. Die Union hat die Ökologie verschlafen und hat die Grünen auf den Plan gerufen. Also wäre zu der Zeit die CDU offener gewesen für neue Themen, hätten wir vielleicht diese Entwicklung des Parteiensystems gar nicht gehabt und diesen Durchbruch, was nicht heißt, dass nicht 20 Jahre lang noch irgendwie was anderes entstehen kann. Nur, es gab in Bayern ein Alarmsignal. Ich sag mal, es gab zwei Alarmsignale. Das Alarmsignal Nummer eins war, dass eine im Parlament nicht existierende katholisch-grüne Partei in zwei Volksbegehren übrigens, das eine war länger zurück, die haben ein Staatsorgan abgeschafft, den Senat, und sie haben im nächsten Schritt das Rauchverbot durchgesetzt. Die ÖDP. Und sind nie in Parlamente gekommen, aber sie haben also plebiszitär diese Dinge durchgedrückt. Und das war der Punkt, warum der Söder Kreuze aufgehängt hat in der Staatskanzlei und Bäume umarmt. Also er hat sozusagen die bayerische Staatskapelle, wenn man so will, begründet in diesem Kontext. Das muss man dann schon sehen. Die Frage ist nur, schauen Sie, es ist ja alles nett, nur die Erinnerung an die 62% oder 64% von Alfons Goppel ist eine Erinnerung an 1974. Und 1974 waren die Zeiten und die öffentliche Denke und das Kommunikationssystem anders. Das ist nicht mehr herstellbar. Und die Frage, die Sie implizit aufwerfen, ist ja, wie könnte ein konservatives Profil aussehen? Darüber kann man reden. Man kann über ein solches Profil reden. Man muss aber wissen, wenn ich dieses Profil heute in die Wählerlandschaft entlasse, habe ich nicht mehr die Chance, die früheren Volksparteistimmen bei mir zu versammeln, sondern ich habe die Chance, Stimmen bei mir zu versammeln, die diesem Profil entsprechen.
Und das ist die Entwicklung, vor der man steht. Und die Frage, die Söder sich vielleicht hätte vorlegen müssen und andere auch, ist, kann ich sozusagen etwas, was mir relativ sicher ist, preisgeben? Nur was ist mir relativ sicher? Das katholische Milieu in Bayern ist weg. Das protestantische Milieu in Bayern ist auch weg. Also da, wo früher die Stimmen hergekommen sind. Der Mittelstand ist differenzierter geworden. Die Landwirtschaft sieht sich herausgefordert durch mangelnde politische Unterstützung, aber auch durch den ökologischen Wandel. Na, man kann nicht sagen, der ökologische Wandel hat keine Rolle. Natürlich hat er eine. Und die Frage ist, wie kriege ich das in Balance, um vielleicht von der einen wie von der anderen Seite gutwillige und komplexitätsfähige Leute hinter mir zu versammeln. Das war übrigens der Versuch, glaube ich, von Laschet. Die einen haben von 12 Euro Mindestlohn geredet, ein tolles Thema, wenn die Seitenstraße sich allmählich also bei der Berliner Gedächtniskirche ausbreitet und wahrscheinlich unsere gesellschaftlichen Befindlichkeiten und unsere ökonomischen in 15 Jahren völlig ausgehöhlt hat. Ich übertreibe jetzt. Da reden wir im Wahlkampf über Mindestlohn. Der Laschet hat richtig gesagt, wir müssen uns komplexen Themen nähern. Wir müssen gucken, dass die Wirtschaft sich entwickelt. Und wenn die Wirtschaft sich entwickelt und wächst und Gelder abwirft, dann können wir alles andere vernünftig machen. Und wir müssen einen Ausgleich schaffen zwischen dem einen Thema und dem anderen. Nur mit dieser etwas langweiligen Strategie hat er die intellektuellen Kapazitäten der deutschen Wählerschaft maßlos überfordert. Darf ich jetzt noch eine kurze Zwischenfrage? Jetzt haben wir aber noch eine Partei, nämlich die AfD, die hat ja rund 10% und die fehlen der CDU und der CSU. Was ist ja, damit? Können wir die einfach ja. Und die Freien Wähler fehlen auch. Ja, schauen Sie, also das heißt, wir verlieren 10 oder 15% und sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben und wundern dann. Ja, wir wollen doch mit verschiedenen Leuten in der AfD wirklich nichts zu tun haben. Der Fehler ist natürlich nur, dass man sozusagen in unserer Gesellschaft und in unserem Mediensystem, und dann sind alle anderen verängstigt, von einem, jetzt sage ich einmal, aufgeklärten Patriotismus nicht reden darf. Und wenn also nur Boris Becker und Franz Beckenbauer und die Tennisspielerin Graf die nationalen Identifikationsfiguren sind, dann stimmt was nicht. Da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal in der ganzen Welt. Die lachen über uns. Aber warum kann ich nicht, und die Grünen, wo dann 300 Leute sagen, streich Deutschland aus dem Parteiprogramm, da kriegt man ja die Krise. Also die Sachen, dass man zum Beispiel einen Stolz kreiert in dieser Gesellschaft, auf die Art und Weise, wie wir nach den schlimmsten historischen Entgleisungen, die es in der Geschichte je gegeben hat, eine funktionsfähige, tolle, pluralistisch, rechtsstaatlich, demokratische Republik aufgebaut haben. Wie wir den ganzen Zirkus mit der Wiedervereinigung hingekriegt haben. Der Bernhard Vogel sagt immer, bei der nächsten Wiedervereinigung machen wir alles besser. Also historische Beispiele und Fälle, die einmalig sind in ihrer Herausforderung, die bewältigt worden sind, darüber reden wir nicht. Es gibt gute Gründe, gemäßigt stolz zu sein, ohne zu übertreiben. Aber das, was unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ausmacht, ist verdammt nochmal verbindlich und ist zu akzeptieren. Und das akzeptiere ich nicht, wenn AfD-Leute die Grenzen überschreiten. Und ich akzeptiere es nicht, dass man Zugewanderten nicht abverlangt, sich zu den Werten dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu bekennen. Frau Pantel ruckt schon. Aber die Frage ist an der Stelle ja, ich höre immer, wenn ich draußen herumgehe und herumhöre, es gäbe in Deutschland einen Rechtsruck. Aber in Wirklichkeit haben wir doch einen Linksruck, oder? Also es ist so, dass die Bevölkerung auf jeden Fall nicht links gewählt hat und die Bevölkerung nicht links ist. Und dieser Rechtsruck ist für meine Begriffe genauso skriptisch wie wenn wir nur von Linksruck oder eben Rechtsruck reden. Wir haben für meine Begriffe, was den Nationalstolz oder Heimatgefühle angeht, haben wir Deutschen ein anerzogenes Problem, wo wir wirklich unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben. Für mich gehört die Ökologie und Umwelt selbstverständlich zu unserem Leben dazu. Da brauchen wir gar nicht gesondert drüber reden. Aber wir unterhalten uns, bevor wir uns über China und die wirtschaftlichen Entwicklungen und Möglichkeiten und unsere Existenzen reden, unterhalten wir uns eher über Gendersternchen und wie wir denn demnächst wo unser Komma setzen oder ob wir welches Geschlecht, ohne dass ich jemanden, der egal wie leben möchte, ausgrenzen möchte. Aber wir
sind permanent dabei, die Ausnahme zur Regel machen zu wollen, beziehungsweise stilisieren es nach oben, ohne die eigentlichen Probleme anzugehen. Und AfD hat viele Punkte, wo ich sage, da gibt es Schnittmengen mit anderen Parteien, aber da gibt es eben auch Sachen, wo ich sage, es ist für mich ein No-Go. Ja, also dieses Völkische, das passt auch nicht in unsere Gesellschaft. Aber es passt genauso wenig, dass die Linken meinen, durch Gewalt, Antifa und die Programme, und das ärgert mich, dass wir das als Gesellschaft mitbezahlen, dass diese Strukturen hier erbauen, wie sie gegen rechtsstaatliche Dinge vorgehen können. Und wir reden nicht mehr über die Dinge, über die zu reden wären. Alles, was unangenehm ist, darüber reden wir nicht mehr. Und was wir auch wieder vollkommen ausgeklammert haben bis jetzt, ist die Episode, kann man sie aufgrund der kurzen Zeit nennen, AKK. AKK also, ist Annegret Kramp-Karrenbauer, die also Verteidigungsministerin. Ja, die hat, als sie die Partei übernommen hat, hat sie sehr wohl verschiedene Regionalkonferenzen durchgeführt und hat gehört, was die Leute wollen. Und das hat aber unserer ehemaligen Parteivorsitzenden eben nicht gepasst. Und da gab es eben Schwierigkeiten. Und das, was ich eben, ob Herr Laschet ein prima Kerl ist oder nicht, ist das eine. Aber wenn wir Wahlen ausrufen, dann müssen wir schon jemanden nehmen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass die Bevölkerung ihn haben möchte als Kanzler. Und da muss man vielleicht mal auch in Runden. Und wir haben alles Mögliche, wo man sowas herausfinden kann, was die Bevölkerung denn erwartet. Wäre Ihnen tatsächlich Söder lieber gewesen? Ich war für Merz, von Anfang an. Gut, aber die Alternative hieß dann am Ende nur noch Laschet oder Söder. Und danach muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn wir gewinnen wollen als Partei, das ist... Die Zeiten sind vorbei, wo wir nur noch einen starken Mann oder eine starke Frau haben, sondern wir müssen, deshalb mein Credo war von Anfang an Teambuilding. Das heißt, wir brauchen 10 Tage vor der Wahl. Ja, aber das ist doch, das war doch... Darf ich eine Runde höher springen? Und zwar die Frage ist, ich höre von allen Seiten, von Laschet, von der SPD sowieso, von den Grünen natürlich da, und wir brauchen eine Klimaregierung. Aber ich habe das Gefühl, das Klima ist ganz weit weg und die konkrete Verantwortung ist ganz da. Und wer über ganz weit weg redet, der vergisst, was er vor Ort machen muss. Wir haben es im Ahrtal erlebt, wo man sagt, es ist der Klimawandel, aber in Wirklichkeit waren es fehlende Staumauern, jetzt etwas verkürzt. Und so scheint es mir in allen Punkten zu sein. Die Menschen werden ärmer, sie können den Strom nicht mehr bezahlen, sie können die Energie nicht mehr bezahlen, statt dass wir was tun, sagen wir einfach, das ist Klima. Ist das Klimathema ein Thema, damit die Politik sich aus der Verantwortung davon stiehlt? Das Klimathema ist die direkte Fortsetzung des Corona-Themas. Es dient dazu, den Staat als eine Obrigkeit zu installieren. Es dient dazu, den Bürger zum Untertan zu stempeln. Und da widerspreche ich Ihnen, Frau Pantel, wenn Sie sagen, die CDU muss das Konservative wieder entdecken und neu definieren. Ja, nein, stimmt. Aber der CDU ist auch das Liberale verloren gegangen. Der Individualismus als der Kern einer offenen, freien Gesellschaft ist vollkommen unter den Teppich gekehrt worden von einer ehemaligen SED-Gefolgsfrau. Ja. Also da sind wir ein Stück weit DDRisiert worden. Da ist die Wiedervereinigung in die falsche Richtung gedreht worden. Und jetzt stimme ich Herrn Oberreuther zu, wenn er sagt, es gibt keine Volksparteien mehr. Ja, und ich sage auch Ihnen das Datum, wann dieser Wechsel eingetreten ist, diese Entwicklung eingetreten ist. Die ist mit der sogenannten Wiedervereinigung eingetreten. Wir können gar keine Volksparteien mehr haben, weil wir gar nicht ein Volk sind. Wir sind immer noch zwei Bevölkerungen. Wir sind immer noch zwei Mentalitäten. Das hat am Anfang geklappt, als es aufzuarbeiten galt, als es wieder aufzubauen galt. Aber jetzt zeigt sich eben, dass es zwei Mentalitäten gibt. Und deswegen kann es auch keine Volkspartei mehr geben, die diese Mentalitäten unter einem Dach zusammenfasst. Und wir brauchen vor allem wieder in der CDU jemand, der sagt, der Bürger steht im Mittelpunkt und nicht der Staat. So, jetzt will ich ganz kurz zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen. Wir sind so unterschiedlich in allem. Wir sind trotzdem Deutsche. Und es ist vollkommen egal, ob aus Thüringen oder aus Sachsen. Ich kenne
nicht nur die Kollegen, sondern auch die unterschiedlichen Länder. Ich finde schon, dass wir zusammengewachsen sind, bei aller Unterschiedlichkeit, dass wir ein Volk sind. Aber wir haben nicht unbedingt die Themen, wo wir sagen, dass wir Sie als Deutsche, weil das ist ja schon schlimm, wenn Sie das in der Form sagen, dass Sie Deutscher sind. Wir glauben ja immer, wir müssten für die ganze Welt reden und mitdenken. Und wir vergessen die eigenen Hausaufgaben. Ich bin liberal, ja, ich habe 5 Kinder. Also insofern, wenn Sie da so regieren würden, dann würden die nicht mehr nach Hause kommen. Die kommen alle nach wie vor sehr gerne, weil ich die unterschiedlichen Aspekte und auch Argumente kennen muss, ehe ich zu irgendeinem Schluss komme. Also aber eine Frage ist, Entschuldigung, Herr Oberreuter, an der Stelle will ich mal, wir haben keine Volksparteien mehr, aber wir haben nur noch eine Klimapartei, das sind nämlich alle. Also bevor ich jetzt was Vernünftiges sage, muss ich doch einmal klarstellen, dass ich die Charakterisierung von Angela Merkel als sozusagen nachholende FDJlerin auf bundespolitischer Bühne, die teile ich nicht. Schleppt jeder seine persönliche Befangenheit oder Geschichte mit sich rum, was übrigens Grund dafür ist, dass wir in Deutschland 2 politische Kulturen haben. Aber die hat von der Berliner, von der Bonner Republik keine Ahnung. Naja, immer wenn sie über die Bonner Republik redet, kommt Blödsinn raus. Naja, natürlich hat sie nicht die Ahnung, die wir haben. Aber es gibt auch bei uns nachwachsende Generationen, die von der Bonner Republik und ihrem Wachstum auch keine Ahnung leider haben. Was uns natürlich auch zukunftsmäßig belastet oder was uns dazu zwingt, diese neue Generation in dieses System zu integrieren und dafür zu werben, dass sie es versteht, was große Defizite nach sich zieht. Und ich muss auch noch mal sagen, ich kann in der Pandemiebekämpfung keine autoritären Tendenzen erkennen. Im Grundgesetz steht der Schutz des Lebens an oberster Stelle, also die Würde des Menschen, aber ohne dass er existiert und seine leibliche Befindlichkeit gewährleistet ist, hat er auch keine Würde. Ja, also Entschuldigung, also die Ausgangssperre war rechtswidrig, das wissen wir ja heute. Gut, das ist ja dann das Schöne noch, dass wir über solche Sachen dann auch diskutieren 2 Jahre können. 2 Jahre später. Dass wir, na ja. Wenn die Leute eingesperrt waren, dann kriegen sie hinterher gesagt, dass sie es nicht hätten sein dürfen. Wir haben vielleicht einen gemeinsamen konservativen Grund, aber an diesen beiden Themen werden wir uns jetzt nicht einigen. Wissen wir auch nicht, da konnte eine eigene Konferenz einberufen dazu. Es hat übrigens, ich glaube, Sie haben mit der Schwelle, wann es so etwa losging mit dem Niedergang des alten Parteiensystems 1990 und so, haben Sie durchaus recht. Aber nicht mit den Konsequenzen insgesamt. Zunächst gab es ja auch in Ostdeutschland noch eine Volkspartei, nämlich die Linke, mit einem sagenhaften Erfolg, der sich dann wieder abgebaut hat. Also es ist einerseits ein historischer Einschnitt, der mit den systematischen Punkten zu tun hat, die ich vorhin erwähnt habe. Aber andererseits hat sich dieser Prozess dann weiterentwickelt und fortentwickelt. Und es wäre interessant zu fragen, welche dynamisierenden Tendenzen für diesen Prozess von dieser Differenzierung ausgegangen sind, die durch die Ostpartei, die Kümmererpartei Ost, ausgegangen sind. Das scheint jetzt die AfD zu sein. Die AfD hat die Linksparteien der neuen Bundesländer schlicht beerbt. Aber jetzt nochmal, Frau Ried, zu Ihnen meine Frage. Wir haben keine Volksparteien mehr, sondern nur noch Klimaparteien. Reicht es, um sich vom Wähler zu differenzieren? Nein. Zum Thema Volksparteien noch. Es ist sicher richtig, dass das damals, als die Volksparteien fulminante Ergebnisse eingefahren haben, dass die gesellschaftliche Situation noch eine andere war. Ich bin ja jetzt der Youngster hier in dieser Runde. Wenn man das mal an einer ganz einfachen Frage festmacht. Meine Eltern, meine Großeltern, die haben ja immer gesagt, euch, also meinen Kindern, mein Nachkommen soll es mal besser gehen als mir. So, wenn ich die Frage jetzt für mich und meine Kinder stelle, dann denke ich mir, meine Kinder leben im Wohlstand. Wo will die Gesellschaft denn noch hin? Also ich denke, dass wir jetzt einfach an einem Punkt angekommen sind, wo es darum geht, den Wohlstand zu erhalten. Und das war sicher auch immer das, was eine Volkspartei angetrieben hat, diesen Wohlstand zu erhalten. Und jetzt sind wir einfach an einem Punkt angekommen, wo die Gesellschaft so satt ist, dass sich dann eben auf Themen wie Klima
als Ersatzreligion reinfall, weil für mich ist das auch nichts anderes, als einen Ökosozialismus einzuführen. De facto haben wir ihn ja schon in vielen Bereichen, in der Politik oder was uns unmittelbar betrifft. Und deswegen, ja, das ist tatsächlich ein Problem. Und wie es der Gabor Steingart sehr schön sagte, jede Partei besetzt das Thema Klima nur in unterschiedlichen Reihenfolgen. Aber in der Realität gehen eigentlich die eigentlichen Themen an der Lebenswirklichkeit vieler Menschen vorbei. Man könnte doch das Klimathema wunderbar nutzen, um jetzt eine Kernenergiedebatte zu führen. Sie ist notwendig. Alle Welt braucht Kernkraftwerke. Aber Angela Merkel nicht. Nur sie nicht, ja, nur die Deutschen nicht. Es gibt ja inzwischen ganz andere Kernkraftwerke als vor 30, 40 Jahren. Man müsste wir sind Technologieführer, auch auf diesem Gebiet waren wir uns übrigens mal. Siemens ist ausgestiegen. Wir könnten heute die modernsten Kernkraftwerke bauen, die das Beste wären für das Klima. Jetzt machen es die Chinesen. Ja, jetzt machen es die Chinesen. Das ist die Dummheit. Also ich habe ja nichts gegen eine Klimapolitik, aber die Klimapolitik muss vernünftig sein. Es ist die Vernunft abhanden gekommen und von der Moral ersetzt worden. Und das ist der Fehler. Darf ich noch mal eine Schlussfrage feststellen? Da hat er natürlich jeder Zeit. Wir werden ja eine mit großer Wahrscheinlichkeit rot-grüne Regierung bekommen. Es ist auch völlig wurscht, ob die ein paar gelbe Sprengsel hat oder ein paar schwarze, wenn die CDU unterkriegt. Aber was machen dann die Konservativen? Gehen die alle zur AfD? Gehen die in die innere Emigration? Bündeln die sich um irgendeine Partei, die es nicht gibt? Denn die CDU ist es ja nicht mehr. Also ich würde mal so die Frage stellen, was ist das Modell, Herr Oberreuther, wenn die Volksparteien weg sind, aber die Menschen mit ihren Wählern, mit ihren Wahlstimmen, mit ihren Wünschen, mit ihren Hoffnungen eben doch noch? Schauen Sie, die CDU steht, glaube ich, vor der Frage, diese, wie soll ich mal sagen, aufgeklärt, modernitätsoffene, konservative Position, die man gerne von ihr erwartet, auch zu realisieren. Nicht konservativ um des konservativen Willen, das war auch eigentlich nie der Ansatz. Man kann sich nicht an Äußerlichkeiten festhalten, aber die Frage ist eigentlich die der Wertoption. Und da geht es dann um die liberale Demokratie, um den Pluralismus, um die Meinungsfreiheit und die Fähigkeit, auch andere Meinungen zu ertragen und entsprechende politische Konzepte zu erarbeiten und diese politischen Konzepte sozusagen immer unter dem Signum der Verbindung von politischer Wertorientierung und Sachrationalität einzubringen. Das ist ja der Punkt, der uns groß gemacht hat und der eigentlich überall vernünftig verfolgt werden muss. Und das geht dann nicht mehr, wenn man moralisiert und ideologisiert. Und ob die Möglichkeit für die Union besteht, eine solche Position zu formulieren, mit einer, ich sage mal, weltanschaulichen Priorität für ein konservativ wertorientiertes Weltbild. Das wird über die Zukunftspotenzialität der CDU entscheiden, wird sie aber nicht in 40% und 45% Ränge bringen. Aber es wird sie als Kraftfaktor und Machtfaktor in einem differenzierten Parteiensystem erhalten und koalitionsfähig erhalten. Und wenn ihr das nicht gelingt, dann wird, glaube ich, ein Differenzierungsprozess mittelfristig ausbrechen, der durch Werteunion und solche Ereignisse sich da noch nicht effizient, aber doch richtungsmäßig andeutet. Und dann differenziert sich nicht nur das Parteiensystem, sondern es differenziert sich auch die CDU als potenzielle Repräsentantin eines liberalen, rechten politischen Identitätsangebots. Was machen Konservative in einem links-grünen Land, das nicht mehr ihres ist? Sie haben ja die Wertedebatte schon geführt. Also die nicht gendern wollen. Die Werte, die wir als Wertschätzung für uns erkannt haben oder wo wir auch sagen, das, was sich bewährt hat, ist zu erhalten. Wir werden sehen, dass nur etwas modern haben zu wollen oder was Neues haben zu wollen, dass das nirgendwo hinführt. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass die Konservativen ihren Weg finden, um Einfluss zu nehmen. Wenn man sich ansieht, wie denn überhaupt durch Friday for Future, dann eben die Medien haben wir ganz rausgelassen, bestimmte Hypes nach oben
getragen wurden, dass wir einen Klimawandel in der Form, wenn wir ihn denn dann beeinflussen könnten, als Deutschland nicht alleine beeinflussen können, da brauchen wir da gar nicht drüber reden. Aber eine sehr gemeinschaftliche Gruppe hat es geschafft, dieses Thema ganz allein nach oben zu spülen, obwohl wir bald merken werden, dass wir gravierende Schwierigkeiten wirtschaftlich und auch sonst noch in unserem Land bekommen werden. Und das, was mich am meisten ärgert, ist, dass man so verlogen damit umgeht. Und das müssen die Konservativen dann enttarnen und entlarven. Wenn ich mir ansehe, dass wir den super Wasserstoff, den violetten Wasserstoff aus Frankreich kaufen, der aus Atomstrom gewonnen ist, dann ist er plötzlich gut. Dass wir versuchen, Aktiengesellschaft, die aus Atomstrom an die Börse gehen, dass das plötzlich, weil sie ja CO2-frei sind, die Guten sind. Und wenn wir in Deutschland das machen, ist das ganz böse. Also wenn wir diese Diskussionen und wenn wir als Konservative die Einzigen sind, die das dann nach vorne bringen, dann ist das so. Aber wir müssen uns mit Themen und mit der Wissenschaft und mit Fakten auseinandersetzen und müssen gucken, dass wir da Medien finden, und da zähle ich auch auf Sie, die das dann eben in die Öffentlichkeit bringen. Weil ich bin im Moment, nur der Moderator hier. Na, jetzt nicht in dieser, an dieser Stelle, aber anders sind Sie sehr wohl, sehr gut vernetzt, und die Themen müssen besprochen werden. Seidenstraße, ja, dass wir, also wir werden ganz, ganz große Probleme in den nächsten Monaten und eben auch Jahren zu erwarten haben. Und dann kommen die Themen. Und wir müssen im Vorfeld, weil es gibt bestimmte Bereiche, die habe ich ja auch schon im Vorfeld angedeutet. Ich weiß, dass man Leute, die Recht haben, als Rechthaber abtun. Also, dass das nicht gerne gesehen ist. Aber man sollte sehr wohl genau überlegen, wo die Reise hingeht. Also, was machen die Konservativen ohne Staat und ohne Gesellschaft, die Heimatlosen? Also, sie werden erstens ihre Staatsgläubigkeit zum Teil einbüßen. Sie werden versuchen, in ihrer eigenen Parallelgesellschaft nach ihr eigenes Glück zu suchen. Aber vor allem, es ist ja gar nicht so schlimm, denn diese Regierung wird gegen die Wand laufen. Es wird keinen Kanzler in dieser Republik mehr geben, der 16 Jahre regiert, wie Kohl oder wie Frau Merkel. Es wird sehr viel volatiler werden. Es wird mehr Parteien geben, die miteinander können und auch können müssen. Es wird vielleicht auch mal eine Minderheitsregierung geben, die sich um wechselnde Minderheiten, Mehrheiten kümmern muss. Warum auch nicht? Das ist ja keine schlechtere Demokratie, im Gegenteil. Aber da gebe ich Ihnen recht, Frau Pant, die richtigen Themen in die Debatte zu bringen, das kann eine Partei sowohl aus der Opposition wie aus der Regierung. Insofern macht mich das jetzt nicht unruhig, dass da jetzt ein paar Jahre lang unter einem falschen 50er Scholz, der sehr bald die Linken seiner Partei an den Hals bekommen wird, ob der regiert oder ob ein falscher 50er aus den Reihen der Schwarzen regiert, der andere Probleme kriegen wird, nämlich mit den Grünen. Ja? Also wie man es will, Scholz scheitert an seiner eigenen Partei, an den Linken seiner eigenen Partei, Laschet würde scheitern an den Grünen. Die FDP ist in einer noch schlimmeren Situation, sie ist in einem Dilemma. Macht sie mit, wird sie ihre Wähler enttäuschen. Macht sie nicht mit, wird sich 2017 wiederholen und dann sind sie gleich ganz weg. Also ich möchte nicht in der Haut des großen Siegers Lindner stecken. Frau Ried, was machen Konservative ohne Rückhalt und auf verlorenen Posten? Also wir werden natürlich versuchen, die inhaltliche Debatte noch in der Partei anzuschieben. Es gibt ja auch viele Mandatsträger, die da der gleichen Auffassung sind. Und wenn das nicht gelingt, dann muss man tatsächlich versuchen, außerparteilich die Kräfte zu bündeln. Und ich kann da auch nur an alle appellieren, mal das Ego dann zurückzustecken und für die gemeinsame Sache zu kämpfen. Ja, aber wenn Sie vernünftig sind, müssen Sie ja gar nicht auf verlorenen Posten sein. Sondern? Ja, ein erheblicher Teil der öffentlichen Meinungsbildung, sowohl kommunikativ geschickt als auch argumentativ durchschlagend und auch, sage ich mal, emotional die Leute ergreifen. Politik geht nicht anders, das gehört alles zusammen. Aber sich zurückziehen in irgendein Schneckenhaus und vielleicht auch mit einem schwachen Personal präsent zu sein, das sind die falschen Aufstellungen. Und dann ist man perdu. Aber so weit, glaube ich, sind wir gegenwärtig noch nicht.
Also eine optimistische Prognose. Wir werden es in den nächsten Wochen weiter sehen, wie sich die Lage zuspitzt, wie sich links-grün entwickelt und was von den Konservativen noch zu erwarten ist. Vielleicht schauen Sie wieder rein bei uns und dann sehen wir weiter. Vielen Dank.